Urlaub war das, ne? Ups. Egal, ich fange jetzt einfach an. Das war jetzt nicht dein verschissener Ernst. Das gibt ein Outtake, den ich reinmachen muss. Ich fange jetzt an. Hallo, verdammt. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Aquabox, mein YouTube-Channel für euch. So, heute kommen wir einmal zum Experiment, das ich gemacht habe. 3 Wochen kein Wasserwechsel, also ich wollte einmal einen Urlaub simulieren. Und da kommen wir jetzt dazu. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt mit dem Video. Da, das muss ich safe einmal trennen, weil das so lang geht, dieses Video. Und hier haben wir das gute Stück. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ein bisschen was hatte ich verändert jetzt nach dem Urlaub. Diese große Pflanze hier, die habe ich komplett rausgeschmissen. Ein paar Pflanzen umgesetzt nach unten im Boden, weil da wurde mir fälschlicherweise damals berichtet oder wurde mir gesagt im Zoogeschäft, das hier wären Aufsitzerpflanzen. Dem war nicht so, also die sind nicht kaputt gegangen, die sind einfach nicht gekommen. So viel dazu. Ja gut, wie ist das Experiment abgelaufen? Also erste Woche war so gut wie gar nichts. Also war völlig normal, ist ja der typische Abschnitt, einmal die Woche Wasserwechsel. Zweite Woche konnte ich so generell auch keine Probleme feststellen. Es lief alles wunderbar, die Wasserwerte waren alles, war da im grünen Bereich. In der dritten Woche war eigentlich bis auf das wirklich viel Grünzeug rumschwamm und sich ein Algenfilm langsam auf die Scheibe gebildet hat. Das war so das Einzige, was auffiel. Dann hatten wir irgendwann freitags und da wurde es dann einmal sehr spannend. Da hatte ich dann auch auf Instagram was gepostet. Und zwar ging mein Heizstab tatsächlich 2 Tage vor dem Ende des Experiments kaputt. Und meine Temperatur stieg hier echt hoch auf 31,7, da war glaube ich das Maximale. Die Neons, die haben sich mega darüber gefreut, die fanden das richtig geil, das warme Wasser. Die Schwerträger allerdings nicht, also die lagen dann wirklich nur unter der Pumpe und waren am Boden am Japsen. Und da musste ich tatsächlich einmal ins Experiment eingreifen. Und zwar indem ich da kaltes Wasser zugegeben habe und natürlich einen neuen Heizstab besorgt habe, der mittlerweile jetzt drin ist. Da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen ranfilmen. Das mache ich ja sowieso, dann seht ihr den einmal. Der ist an sich sehr gut, kommt aber eventuell noch mal ein extra Video dazu. Also wie gesagt, die Temperatur ging sehr hoch. Das war das Einzige, wo ich eingreifen musste. Ansonsten lief das alles wirklich gut. Was habe ich dann sonntags gemacht? Einmal einen sehr großen Wasserwechsel habe ich gemacht. Natürlich die Pflanzen ordentlich zurückgeschnitten. Hier die große, die habe ich rausgeschmissen. Die wurde einfach zu groß. Die wuchs schon oben raus und ich habe hier einen Deckel. Hätte ich jetzt ein offenes Aquarium, hätte man die wahrscheinlich mal rauswachsen lassen können. Hätte wahrscheinlich geil ausgesehen. Aber die war einfach hier zu wuchtig. Was habe ich jetzt vor? Also hier habe ich die Anubien ein bisschen umgesetzt. Eventuell kommt da nochmal auf den Stein ein bisschen Moos drauf. Das bin ich noch am Überlegen. Die hier in der Mitte, die sind da jetzt übergangsweise. Die fliegen raus. Die kommen dann in ein neues Aquarium, was auch demnächst dann auch hier auf YouTube eingerichtet wird. Dafür behalte ich die halt jetzt. Wäre zu schade gewesen, die wegzuschmeißen. Die kommen dann da komplett rein. Zum neuen Aquarium kann ich sagen, das wird auf jeden Fall ein 30 Liter Cube sein. So viel dazu erstmal. Aber generell, was waren die einzigsten Probleme? Ja gut, der Heizstab hätte einen auch tatsächlich im Urlaub passieren können, wäre ärgerlich gewesen. Aber gut, mit dem Futterautomat lief das auch sehr gut bis auf die ersten Tage. Da hatte ich den hier ziemlich nah dran gestellt an die Klappe und dadurch stieg Feuchtigkeit unten in den Futterautomaten rein, hatte mir das ganze Futter verklebt. Das war aber schon nach 2 Tagen so. Da musste ich dann einmal den Futterautomat etwas höher bringen und ab dann lief der auch wunderbar durch. Also mit dem gab es auch keine Probleme ab. Zum Futterautomat würde ich ja auch nochmal ein kleines Review-Video machen, weil ich den jetzt ausführlich 3 Wochen lang getestet habe. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Der hat seinen Job sehr gut gemacht. Zuverlässig, hat auch nicht Unmengen am Futter da reingeballert, so was meine Befürchtung am Anfang war, weil ich dachte, eine tägliche Fütterung ist schon viel. Der macht das quasi einen Tag viel Futter und einen Tag kommt eine etwas weniger Menge, ist mir aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob die Schnecke da verschiedene Größen hat in den Abständen. Auf jeden Fall, einen Tag kam immer etwas mehr Futter und den anderen Tag etwas weniger. Ansonsten, wie gesagt, so einen grünen Algenbelag auf Scheiben hatte ich ein wenig. Aber ansonsten, so an sich, das Aquarium ist sehr stabil gewesen.
hat die 3 Wochen wunderbar überstanden. Ich kann mich nicht beklagen. Also jetzt gehe ich mit einem guten Gewissen im Urlaub, weil ich weiß, das wird funktionieren. Dieser Heizstab, denke ich, wird auch funktionieren, da er jetzt neu ist. Auch ziemlich gut bis jetzt läuft. Auch wesentlich genauer ist wie der alte Heizstab. Das war halt so ein, was hier beim Z dabei war, so ein No-Name-Ding. Ne? Das ist jetzt von Fubai ist der. Wie gesagt, dazu mache ich auch nochmal, eventuell nochmal ein Video, aber den will ich jetzt erstmal länger laufen lassen. Was ist, hat die noch? Ja, so ein paar Pinselalgen sind mir auch noch aufgefallen. Die hatte ich schon extrem, aber das war wahrscheinlich, weil kein Wasserwechsel gemacht wurde, hatte ich schon so überall an den Blatträndern so ein paar Pinselalgen. Die sind mittlerweile wieder alle vollständig weg, bis hier auf hier die vorne. Aber die habe ich ja dauerhaft irgendwie. Die paar hier vorne, die stören mich auch nicht. Das war es jetzt erstmal von dem Video. Nächstes wird bald kommen. Ich denke, als nächstes werden wir dann einfach mal das Review zu dem Futterautomat machen, der hier oben drauf war. Und dann werden wir mal schauen, was dann als nächstes kommt. Ich bin schon gespannt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut!